Sobald es aus der Dose kommt, ist es eigentlich generell immer schon kriminell und Vandalismus. Also viele Leute haben einfach dieses Vorurteil und sehen es gar nicht als Kunstform an, sondern es wird direkt als Kriminalisierung irgendwie ausgelegt. Ja. Ich finde es schon toll, wenn man es kann, sonst ist es eine Verschmiererei. Mein Haus haben sie verschmiert. Und das sieht nicht gut aus. Also ich komme aus Karlsruhe und dort gibt es so eine Wohnbaugesellschaft, die mir jetzt auch für dieses Jahr ein paar Aufträge zugesichert hat. Das sind freie Arbeiten, also auch Fassadengestaltung alles. Ja, und damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt eigentlich hauptsächlich. Also ausschließlich, ja. Es gibt ja einmal das Graffiti, wo ich nur Schriftzüge oder irgendwelche komischen Formen an irgendwelche nicht erlaubten Flächen aufbringe. Das ist durchaus eine Sachbeschädigung. Aber das, was hier gemacht wird, ist ja zum großen Teil auch eine Frage von Kunst. Es sind internationale Sprayer da aus der ganzen Welt. Und das ist mit Sicherheit nicht mit dem Graffiti, was man so an den Hauswänden oder an U-Bahnen oder an irgendwelchen Tunneleingängen findet, alles über einen Kamm zu scheren. Also ich habe mir natürlich im Kopf so eine Farbzusammenstellung gemacht. Also sind meistens die Töne, denen ich so gern male. Das sind so meistens beige, Brauntöne, rosa, grün. Ja, die habe ich mir jetzt vorsortiert. Ich mache dann auch mal an der Wand, an der Hauptfigur. Ich teste dann halt die Farben so, welche hier gut zusammenpassen. Also nach meinem Geschmack eben. Ja, und die richte ich mir jetzt wieder zusammen und dann geht es eigentlich auch schon los. Wir gehen eigentlich immer gemeinsam auf Events, genau. Und somit ist man dann halt auch irgendwann ein eingespieltes Team sozusagen, weil man einfach weiß, er macht das und ja, da muss man eigentlich nicht mehr viel reden sozusagen, ja, weil man einfach schon weiß, was der andere, wie der andere arbeitet und genau. Diese ganzen grauen Elemente im Hintergrund, die habe ich ja bei jedem irgendwie mit reingemalt. Also man spricht sich natürlich schon ab, dass man irgendwie am Ende so ein gutes Gesamtkonzept irgendwie hat. Aber Spieler sind da häufig immer sehr schwierig. Also so in ein Bild mit reinmalen und so, das ist schon so das Höchste der Gefühle. An sich hat jeder eigentlich so ein Buch zu Hause. So, es gibt Leute, die haben separate Skizzenbücher für sich selber und separate Gästbücher, die eben nur von anderen Leuten quasi bemalt werden dann. Dafür zu sein, dass es Graffiti-Projekte gibt, heißt nicht, dass man dafür ist, für illegales Sprayen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Ich vergleiche es immer gerne damit. Mofa-Frisieren ist verboten, deswegen verbieten wir aber nicht das Mofa-Fahren, sondern nur das Frisieren. In Wiesbaden ist überhaupt eine größere legale Szene. Das ist schon durch diese Treffen und sowas. Ist in Wiesbaden, hier in Mainz und sowas, in dem Raum schon eine größere legale Sprüherszene entstanden.